Ralfs vegane Haferflocken-Apfelcookies. Benötigte Zutaten für ca. 30 Cookies je nach Größe sind 150 Gramm glattes Dinkelmehl, 150 Gramm Haferflocken, 150 Gramm brauner Zucker, ein halbes Päckchen Backpulver, 125 Gramm Margarine, 50 Gramm Honig, etwas Zimt, Salz, geriebene Haselnüsse, Mandeln oder Walnüsse sowie zwei mittelgroße Äpfel. Außerdem benötigen wir etwas Wasser, ungefähr 50 ml. Margarine und Wasser gemeinsam erwärmen und zum Kochen bringen. In der Zwischenzeit kommen alle trockenen Zutaten in eine Schüssel und werden verrührt. Wenn Wasser und Margarine zu kochen beginnt, lassen wir das Ganze ungefähr 2 bis 3 Minuten leicht dahin köcheln. Zeit genug, um die Äpfel zu reiben. Ich verwende in diesem Fall die Äpfel mit der Schale. Gerieben wird mit einer möglichst groben Reibe. Die gerissenen Äpfel kommen in die erwärmte, zerlassene Butter-Wasser-Mischung. Alles gut umrühren. Die trockenen Zutaten ebenfalls nach und nach dazugeben. Gut umrühren und ungefähr 10 Minuten stehen lassen. Nach der Stehzeit verwendet man am besten 2 Löffel und macht nach und nach Häufchen auf ein Backblech. Nicht zu eng setzen. Bei 200 Grad Heißluft wird ca. 10 bis 12 Minuten gebacken. Das war es eigentlich schon. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn das so ist, liked es und abonniert meinen Kanal. Viel Spaß beim Nachmachen.